Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Werbers Meerwasser zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute begrüße ich euch hier auch zu einer Weltpremiere. Und zwar geht es sich tatsächlich um die Förderpumpe der Firma Abyss. Was es für eine ist, was sie kann, etc. pp. All das lüften wir jetzt nach langer, langer Zeit hier und heute in diesem Video. Also, dranbleiben. Viele Leute haben schon mitbekommen, dass ich seit einer gewissen Zeit, ich glaube etwas über ein Jahr jetzt mittlerweile schon, eine Pumpe der Firma Abyss bei mir im System am Laufen habe. So, dann hieß es immer wieder, ja, was ist das denn für eine, was kann die denn? Konnte ich tatsächlich bisher nichts zu sagen, weil diese Pumpe bei mir im Beta-Testbetrieb lief. So, es ist eine spezielle Pumpe, die es so in der Bauart und in dieser Betriebsart von der Firma Abyss noch nicht am Markt gibt. Und ich lüfte das Geheimnis jetzt hier mal so ein kleines bisschen und wir sehen einen Treiber, der etwas anders ist und wir sehen eine Pumpe, die eigentlich so genauso aussieht wie eine normale A200. Das, was wir jetzt hier vor uns sehen, ist im Prinzip die A200 IPU-LV. Was heißt denn das jetzt alles? Das heißt, dass wir eine A200 haben, die wir im Außenbereich mit ihrem Treiber einsetzen können, weil das ist im Prinzip die Bezeichnung für diesen Treiber hier, für diesen spritzwassergeschützten und zusätzlich mit Kühlrippen versehenen A200 Treiber. Der ist für den Außenbereich gedacht. Jo, das ist schon mal gut. Ja, weil Abyss-Pumpen laufen ja nicht nur bei uns im Meerwasser, die laufen ja überall. Die laufen in Teichen, die laufen in Großaquarien etc. pp. So, und da muss man dann dementsprechend auch für entsprechenden Schutz sorgen. Das heißt also, das ist schon mal ein Gerät, was im Außenbereich eingesetzt werden kann. 1,5 Meter Zuleitung. Anschluss für die Pumpe hier mit Bajonettverschluss und noch zusätzlichen Anschlussmöglichkeiten hier unten unter dieser Klappe und hier vorn. So, das ist das Erste. Jetzt haben wir hier die von mir vergewaltigte Pumpe. Vergewaltigt in der Hinsicht, dass ich den hier oben ein Reduzierstück aufsetzen musste, um das Ganze an mein System anzuschließen. Weil diese Pumpe ist eigentlich auch für mein Grundsystem viel zu groß und viel zu überdimensioniert. Da hätte auch eine A100 gereicht. Aber in dieser Bauweise, die jetzt hier vorliegt, gibt es diese A100 noch nicht. Also, wir haben hier einmal, lass mich nicht lügen, 50 mm Ansaugbereich und 40 mm Ablauf bzw. Abgangsleitung, die wir zur Verfügung haben. Das Ganze habe ich auf 25 mm runter reduzieren müssen, damit das bei mir im System dementsprechend angeschlossen werden kann. So, wir haben hier im Prinzip das Gehäuse der A200, die kennen wir, die ist wuchtig, die ist schwer, das kennen wir von Abyss, aber was hier auch im Endeffekt neu dran ist, ist dieser verbaute Bajonettanschluss, der im Prinzip auch darauf ausgelegt ist, im Außenbereich eingesetzt zu werden. Jetzt muss ich mal eben gucken, wir haben hier oben haben wir eine weiße Markierung und diese weiße Markierung haben wir hier auch. So, Markierung über Markierung, dann kann man das ohne Probleme sofort einschieben, verdrehen und durch die eingebaute Gummidichtung, die sich hier oben noch drin befindet, ist das Ganze auch dann IP65 wasserdicht. So, ja, was kann diese Pumpe jetzt im Speziellen, beziehungsweise was bedeutet die Bezeichnung LV? LV steht für Low Voltation. Diese Pumpe arbeitet, und so hat es dann Abyss genannt, mit einer Self-Spannung, S-E-L-V. Einer, ich muss es abstellen, Safety Extra Low Voltation. Heißt, diese Pumpe ist dafür gedacht, im Außenbereich, in Pools, in Wasserspielen,
oder sonst irgendwo, wo wir noch eine zusätzliche Sicherheit bräuchten, wenn entsprechende Pumpen eingesetzt werden. Also sprich, diese Pumpe arbeitet mit einer Betriebsspannung von 12 Volt intern ab hier, ab dem Treiber hier und ist somit dann dementsprechend besonders sicher, wenn irgendwann mal was passieren sollte. Was ich hier bei diesen Pumpen eigentlich nicht glaube, weil die sind so dermaßen wartungsarm. Diese Pumpe, so wie sie jetzt hier steht, ist gerade eben bei mir aus dem Becken rausgeholt worden, nach der gesamten Laufzeit. Also sprich, ich habe sie in der Zeit kein einziges Mal draußen gehabt und mir angeguckt, wie sieht sie denn aus. Das machen wir nämlich jetzt gleich zusammen. Und dann schauen wir uns einfach mal an, wie das Gerät nach knapp einer Jahr Laufzeit aussieht. Vorher schmeiße ich aber euch noch ein oder haue ich euch noch ein paar technische Daten um die Ohren. Grundsätzlich jeder von euch weiß, dass diese Pumpen hier jetzt, ja, ich sage jetzt mal, nichts für jedermann sind. Doch sind sie, wenn ihr bereit seid, den entsprechenden Preis dafür zu bezahlen. Weil diese Pumpen haben einen relativ hohen Preis, aber sie haben auch eine lebenslange Garantie, dass diese Pumpen hier das tun, was sie tun sollen. Mit regelmäßiger Wartung natürlich, die ihr selber hier und da durchführen müsst. Schauen wir uns das gleich aber dann auch mal genauer an. Zu den technischen Daten. Wir haben eine maximale Förderleistung hier von dieser Pumpe von 15.500 Liter. Das ist die maximale Förderleistung, wenn die entsprechend verrohrt ist, also sprich mit entsprechenden Ein- und Ausgängen, die sie im Boost-Modus schaffen kann. Die nominale und normale Laufleistung, die sie hat, sind 13.900 Liter bei 100% Leistung. So, jetzt wissen wir ja auch, dass die Bezeichnung A200 bezeichnet im Endeffekt die maximale Stromaufnahme, die diese Pumpe hier tatsächlich hat. Das heißt, wenn sie auf 100% eingestellt wird, nimmt sie maximal 200 Watt auf und leistet dann bei entsprechendem Anschluss, vorausgesetzt, diese 13.900 Liter oder halt 15.500 Liter. So, jetzt haben wir noch ein paar Kenndaten. Diese Pumpe hat eine, Moment, wie wird es genannt? Genau, Abströmgeschwindigkeit, das habe ich, kenne ich so von anderen Pumpen auch nicht, von 4,5 Meter pro Sekunde. Was macht ihr damit? Jemand davon, der von Verrohrung etc. Ahnung hat, weiß im Endeffekt, was er damit machen kann, weil das sind so die Kenndaten, die wichtig sind, damit das Ganze dann auch, ich sag mal, leise wieder weiter vonstatten geht. Würde ich jetzt diese Pumpe hier auf 100% Leistung einstellen, würde ich sag mal, Strömungsgeräusche hören. Nicht den Betrieb der Pumpe, sondern in der Verrohrung. Das sind so Kenndaten, da kann ich selber nichts mit anfangen, aber die Leute, die da draußen Ahnung davon haben, wissen, was gemeint ist. So, wir haben eine maximale Förderhöhe hier von 8 Metern. Das heißt, ich kann das Ding ohne Probleme in den Keller stellen, dort anschließen, womit wir dann auch zur Anschlussmöglichkeit und Aufstellungsmöglichkeit dieser Pumpe kommen. Sie kann nämlich entweder, so wie ich das hier gemacht habe, im Nassbetrieb unter Wasser betrieben werden. Oder sie kann auch trocken aufgestellt werden, außerhalb des Wassers mit der entsprechend richtig und sauber angeschlossenen Verrohrung. Diese beiden Betriebsmodi sind möglich. Dann haben wir noch ein paar Kleinigkeiten. 4 bis 200 Watt ist die Leistungsaufnahme. Das heißt also, bei minimaler Einstellung nimmt das System hier 4 Watt auf, bei maximaler 200 Watt. Dementsprechend habe ich auch im Endeffekt ja nicht direkt überprüft, aber ich hatte einen entsprechenden Sensor dran, der die Leistungsaufnahme dieser Pumpe tatsächlich mitgemessen hat. Blende ich euch mal kurz mit ein. Ich habe die Pumpe so auf 60, 65% der Leistung laufen und ja, was soll ich sagen? Sie tut, was sie soll, nämlich fördern und das leise und effizient. So, zum Thema Fördern haben wir dann auch noch einen maximalen Betriebsdruck, den diese Pumpe aufbauen kann, von 1,2 Bar. Maximale Eintauchtiefe ist noch wichtig. Wenn ich jetzt tatsächlich Bereiche habe, die halt, ja, jetzt mal abgesehen von der Meerwasseracquaristik im Außenbereich oder so, die Pumpe darf auf einer maximalen Wassertiefe von circa 2 Metern stehen. Also
Tiefer sollte sie nicht stehen. Das hat was mit Dichtung etc. zu tun. Darauf ist sie ausgelegt. Und dementsprechend, darauf bezieht sich dann unter anderem natürlich auch die Garantie. Umgebungstemperatur für die Pumpe. 2 Grad bis 50 Grad Celsius. In Fahrenheit schreibe ich euch dabei. Umgebungstemperatur für den Treiber. Das ist noch eine Sache, die wichtig ist. Der darf nämlich tatsächlich von 0 bis 30 Grad Umgebungstemperatur haben. Alles, was über 30 Grad ist, da gibt es dementsprechende Zusatzgeräte, Zusatzlüfter, Zusatzkühlungen, damit dieser Treiber auch seinen störungsfreien Betrieb gewährleisten kann. Das ist noch eine Sache, die müsst ihr beachten. Wir haben eine 3 Meter Zuleitung und wir haben eine 1,5 Meter lange Stromzuleitung zum Treiber. Wenn ihr andere Anforderungen an diese Zuleitungen habt, dann geht im Vorfeld hin und sprecht mit der Firma Abyss. Die werden im Rahmen ihrer technischen Möglichkeiten und das, was mit in dieser Kombination halt möglich ist, dementsprechend dann die Kabellängen anpassen können, wenn ihr das wollt, wenn ihr das braucht. Sprechenden Leuten kann geholfen werden. So, ich blende euch mal eben hier oben die entsprechenden Kennlinien, Leistungslinien dieser Pumpe ein, damit ihr mal seht, was sie dementsprechend leisten kann und wie es entsprechend mit den Durchflussgeschwindigkeiten und mit den Fördermengen aussieht, damit ihr mal das Ganze gesehen habt. Ja, besondere Merkmale der Pumpe. Kommen wir zu dem, was ich mit diesem Treiber hier und mit der Pumpe anstellen kann. Ich werde jetzt nicht hundertprozentig ins Detail gehen, sondern im Prinzip nur die allgemeinen Daten, die mir halt zur Verfügung stehen. Mit dem Treiber kennen sich die Leute hier und da ja schon aus. Wir haben Regelbereiche von 0 bis 100% und zwar in 0,1% Prozentschritt. Ja, wir können also sprich auf 65,6, 65,7 und diese Pumpe reagiert darauf auch. Ja, man kann die also wirklich sehr, sehr genau einstellen und das ist auch eine Sache, die ich unten mit meinem Becken ausprobiert habe. Problem bei mir ist halt, ich habe die Dreheinheiten und naja, anderes Thema. Diese Controller bietet uns aber noch weitere Möglichkeiten als wie an, aus, verschiedene Stärken einstellen und stumpf vor sich hin fördern, weil diese Pumpe kann weitaus mehr als das. Jetzt bei mir hat sie tatsächlich nichts anderes getan, als ganz normal die Rückförderung im Endeffekt durchgeführt im Zusammenhang mit 2 Bypässen und dafür hat sie dann dementsprechend genug Saft gehabt. Aber wir haben hier halt auch noch die Möglichkeit, tatsächlich andere Sachen einzustellen, wenn sie jetzt noch zusätzlich irgendwo angeschlossen ist, wo sie diese Effekte dann voll ausspielen kann. Wie zum Beispiel, wir haben eine Wellensimulation, die wir einstellen können. Wir haben einen Burst-Modus. Wir haben zufällige Strömungen, die wir im Prinzip generieren können. Da gibt es ein extra Modul drin, es nennt sich Menu Controlled Flow Sequencer. Also sprich, die entsprechende Strömung wird random erstellt. Und das ist halt ja die Möglichkeit, wenn man damit wirklich spielen will, wenn man jetzt ein Wasserspiel damit betreiben möchte oder... Wie gesagt, diese Pumpe ist ja nicht nur auf den Meerwasserbetrieb ausgelegt, sondern tatsächlich auch für verschiedene andere Möglichkeiten. Und das kann ich tatsächlich hier drüber über diesen Controller alles programmieren, wenn ich das möchte und brauche. Ja, und tatsächlich haben wir hier natürlich auch die üblichen Features in Sachen Schutz vorhanden. Wir haben Trockenlaufwarnung, wir haben Stillstandswarnung, wir haben Übertemperaturwarnung und über Stromwarnung, also sprich, wenn das Ding mal eine Spitze abkriegt, all das ist hier auch dementsprechend vorhanden. Und ja, wir können diese Pumpe bzw. diesen Controller dann mit einem Aquariencomputer verbinden. Das ist auch möglich. Also wir haben hier die entsprechenden Ports vorhanden. Die umfangreichen, ja, Schutzfunktionen für den Außenbereich, wie gesagt, eben hier der Stecker, der hat eine spezielle Verriegelung bzw. die Verriegelung ist speziell spritzwasser-geschützt, IP65, wenn ich die hier mal eben rausziehe, komm raus, ja, halte ich mal in die Kamera, ich blende es mal genau ein, man sieht hier, wir haben hier oben dementsprechend eine Gummidichtung drin, was auch nicht selbstverständlich ist.
Die hochwertige Verregelung, geräuscharmer Betrieb, müssen wir nicht drüber reden. Elbis-Pumpen hört man nicht. Vielleicht am Anfang mal kurz, wenn sich die Lager einlaufen, blende ich euch mal auch mal kurz eben ein Bild dementsprechend ein. Das sind natürlich Sachen aus der Fertigung, da sind Fertigungstoleranzen drin etc. Die müssen sich natürlich erstmal ablaufen. Wenn das abgelaufen ist, dann ist diese Pumpe komplett unhörbar und leistet konsequent das, was sie soll. Und zwar bei der eingestellten Leistung. Also ich habe hier keinerlei Schwankungen drin gehabt oder ähnliches. Das ist definitiv ja ganz hohes, ganz großes Kino. Ja, was haben wir noch? Wir haben, können die Displayfarbe wechseln. Wir haben den spritzwassergeschützten Treiber, wie schon gesagt. Weitbereichseingang haben wir und das Kühlkörperdesign ist natürlich für den Außenbereich dann dementsprechend nochmal optimiert worden.